Sensationelle Entwicklung. Wir alle müssen unser Bild von Olaf Scholz völlig neu denken. Von wegen farbloser Bürokrat. Der Kanzler macht plötzlich die Ansagen. Der drückt knallhart deutsche Interessen durch. Er ist quasi, ja, der Alpha-Babbo der EU. Ja, und klar, das gefällt nicht jedem. Ne? Unsere Ex, Frankreich zum Beispiel, ist menschlich enttäuscht. Die Liebe erkaltet. Jetzt haben die beleidigten Franzosen sogar die gemeinsame Kabinettsklausur platzen lassen. Wahnsinn. Ne? Und Monsieur Macrons Körpersprache gegenüber Olaf Scholz spricht Bände. Ne? Hier begrüßt er kumpelig den Spanier. Buenos dias, Matthias. Ne? Hä, wer warst du noch mal? Und dann aber, Öschi, lass dich abschlabbern. Wenn ich nicht schon eine ältere Frau zu Hause hätte. Ah, ah, ah. So, warum der deutsch-französische Beef, beziehungsweise Le Boeuf? Weil der Olaf seinen Doppelwümms vorher nicht mit Paris besprochen hat. Die erwarten, dass man sowas vorher mit ihnen bespricht. Warum noch? Weil Deutschland zu Hause die Gaspreisbremse will, für Europa aber ausdrücklich nicht. Ja. Weil wir im Sommer, als Deutschland Gas gekauft haben, zu Preisen, die sich andere EU-Staaten nicht leisten können, was wiederum den Gaspreis für alle hochgetrieben hat. Und mal ganz abgesehen davon, dass die ollen Franzosen ja selber deckeln, kann man Macrons Frust schon nachvollziehen. Ich stehe hier seit über 5 Jahren und mache Vorschläge, um Fortschritte zu erzielen und die Einheit zu bewahren. Seit 5 Jahren stehst du da? Dann geh doch mal rein. Ach so, warte mal, das geht noch weiter. Es ist nicht gut, wenn sich ein Land isoliert. Was? Wen meint er denn? Bestimmt die Ungarn, oder? Deutschland? Das ist ja eine Unverschämtheit. Deutschland isoliert sich. Also das stimmt hundertprozentig. Aber man darf es natürlich nicht laut sagen. Wir Deutschen denken jetzt auch mal an uns. Das muss doch erlaubt sein. Es muss doch möglich sein. Ja, man kann nicht immer nur an andere denken. Was stimmt? Wir haben zum Beispiel weit weniger Gas gespart als zum Beispiel Schweden oder als die Niederlande. Und gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Europäische Union bald eine sogenannte SOS-Verordnung durchsetzt, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, einander, also uns, im Notfall mit Gas auszuhelfen. Sprechen wir es mal offen aus. Wir halten uns für Vorzeige-Europäer, aber eigentlich sind wir wie so ein Arschloch-Tourist am Buffet, dem völlig Wumpe ist, ob andere auch noch was abkriegen. Lassen Sie mich durch, ich bin Deutschland. Ja, das müssen wir leider so machen, denn Deutschland hat einen riesigen Energiebedarf. Und wenn wir dann unsere Portion verfuttert haben, dann sollen uns gefälligst die was abgeben, die sparsamer leben als wir. Isst du das noch? Ich mag uns trotzdem. Ne? Okay, wir haben unsere Energieversorgung nie diversifiziert, gegen alle Warnungen. Aber deswegen muss man uns ja trotzdem helfen in der Not, finde ich. Dank deutschen Drucks kriegt Europa jetzt erstmal nur einen dynamischen Gaspreisdeckel. Also übersetzt gar keinen. Oder was wurde konkret beschlossen? Wir haben einen großen Fortschritt gestern erreicht. Aber natürlich auf dieser Ebene kein Konkretionsgrad erreichen können, wo man sagen kann, das ist jetzt klar. Was? Was ist denn bitte Konkretionsgrad? Klingt wie eine Stadt in Russland, Konkretionsgrad. Ne? Aber merken Sie, was er macht? Merken Sie, was Scholz macht? Das ist, ich erinnere mich, das ist wie im mündlichen Abi, wenn man das Buch nicht gelesen hat und einfach weiterlabert. Genau so. Ne? Sicher, ob so ein EU-weiter Deckel Sinn macht, darüber kann man durchaus trefflich streiten. Definitiv grundfalsch ist aber, kritische Infrastruktur an die Chinesen zu verhökern. Und auch da setzt sich King Olaf über alle Warnungen hinweg. Stichwort Hamburger Hafen. Ja, bestimmt gelesen. Der chinesische Staatskonzern COSCO kriegt jetzt immerhin noch 24,9% von einem Hamburger Hafenterminal. Und das, obwohl 6 Bundesministerien explizit dagegen sind. Der Bundeskanzler wollte unbedingt diesen Deal mit China und hat sich durchgesetzt. Mehrere Bundesministerien haben gesagt nein. Doch sie wurden vom Kanzler überstimmt. Der Bundeskanzler fand doch. Der Bundeskanzler drückt die Entscheidung durch sein Kabinett. Weil Kanzler Scholz es so will. Durchgedrückt. Durchgesetzt. Durchgesetzt. Alleingang. Man fragt sich so ein bisschen, warum macht Olaf Scholz das? Tja, da fragen Sie mich was. Ja,
Und zwar absichtlich fragen wir dich das. Warum lernen wir nicht aus unseren Fehlern? Natürlich vergrößert der Costco-Deal die Abhängigkeit von China. Wahrscheinlich ist das schon Olafs Gastgeschenk für seinen Peking-Besuch nächste Woche. Ja? Der steht ja nächste Woche an. Das ist wahrscheinlich schon ein kleines Mitbringsel. Jetzt ist es ja so, chinesische Firmen sind schon an über einem Dutzend europäischer Häfen beteiligt. Will sagen, die folgen einer langfristigen Strategie, während sich EU-Staaten gegeneinander ausspielen lassen. Warum drückt der Kanzler das mit aller Macht durch? Und noch wichtiger, warum arbeitet er nebenbei als Pressesprecher vom Hamburger Hafen? Weil ich glaube, dass jemand, der dort nicht aufgewachsen ist, keine Idee von der Größe des Hafens hat und Dimensionen sich besser einschätzen lassen, was ist ein Teil und was ist das Ganze, wenn man das in seinem Leben schon mal gesehen hat. Am besten aus einem Hubschrauber, da sind einige sehr beeindruckt. Ja, natürlich. Natürlich. Du, so ein Hafen von oben sieht völlig anders aus als ein Hafen von unten. Ja. Mittlerweile braucht man einen Hubschrauber, um das Ego von Olaf Scholz in voller Dimension zu erfassen. Ja. Ein Kanzlermachtwort jagt hier das nächste. Vor allem der arme Robert Habeck wird quasi wöchentlich düpiert vom Kanzler. Ist doch schlimm. Schlimm ist das. Traurig. Ist das jetzt der neue Scholz-Stil in der Bundesregierung? Hier. Anonyme Informanten packen aus. Sobald die Kabinettstür zugeht, brüllt er nur rum. Einmal habe ich nicht laut genug über einen Witz von ihm gelacht. Da hat er mich vor allen in den Schwitzkasten genommen und so einen fiesen Nippeldreher gemacht. Er darf nie erfahren, dass ich mit ihm rede. Kann ich mich darauf verlassen? Ich habe Angst. Er zwingt mich, ständig neue Schulden zu machen. Es ist so erniedrigend. Und wenn ich sage, wo soll denn das ganze Geld herkommen, Olaf? Schreit er mich an, dein Problem. Geh doch auf den Strich, du Loser. Also ich höre nur Gutes über den Mann. Charismatisch, gut aussehend, voll nett. Und wer was anderes sagt, kriegt aufs Maul. Ja, das ist der neue Stil. Ein Klima der Angst. Machtworte geben sich die Klinke in die Hand. Deprimierend, aber wahr. Viele Koalitionen bleiben nur zusammen, weil sie Angst haben, keine neuen Partner mehr zu finden. Ne? Selbst Frank-Walter Steinmeier warnt diese Woche vor zu viel Abhängigkeit von China. Also der Mann, der uns zu viel Abhängigkeit von Russland mit eingebrockt hat. Der Bundespräsident, der heute Vormittag endlich seine große Wir-Gefühl-Energiekrisen-Durchhalterede gehalten hat. War bestimmt gut. Ich habe sie leider verpasst. Ja, auf die Rede konnte man warten oder sich mal selbst ans deutsche Volk wenden, wie unser Heute-Show-Präsident Frank-Walter Wischmeier. Liebe Miteigentümer der Schrottimmobilie Deutschland, so allmählich werde ich sauer auf euch, verwöhntes Pack. Hört endlich mit dem Gejammer auf. Ihr habt uns zu sehr von Russland abhängig gemacht. Na und? Sonst wollt ihr uns halt keine Erdgas für einen halben Weltmarktpreis liefern. Was hätten wir denn machen sollen? Ja, wir haben Putin auch die Gasspeicher verkauft und Consuela Schwesig an eine russische Zeitarbeitsfirma vermittelt. Wir brauchen den Stoff, weil ihr Stumpfbirnen jeden Tag duschen wollt. Dauernd fliegt er nach Kroatien und fresst Schweinehack wie eine Streifenhyäne. Ihr habt doch mit dem billigen Gas euer Wohnzimmer auf Körpertemperatur geheizt, um nackig Unterschichtsfernsehen zu glotzen. Ja, Pech, das geht jetzt nicht mehr. Und noch ein Atommeiler wird die Ampel nicht hochfahren, nur damit ihr euren faltigen Arsch auch im Winter in den Garten Whirlpool stippen könnt. Habt ihr wirklich gedacht, Deutschland kann sich von guten Vorsätzen ernähren? Ja, wo lebt ihr eigentlich? Ja, ich weiß, im Einklang mit der Schöpfung. Ich nenne das Blackout oder für Nicht-Lateiner Zappenduster. Warum wohl kriecht denn Olaf Scholz nächste Woche auf dem Zahnfleisch ins Reich der Mitte? Um sich zu entschuldigen, weil er es nicht geschafft hat, dass Costco den kompletten Hamburger Hafen samt Reeperbahn bekommen hat. Wenn wir richtig viel Glück haben, kauft uns Xi Jinping vielleicht auch noch die Deutsche Bahn ab. Und da höre ich die Baerbock direkt wieder heulen. Wir dürfen nicht unsere Infrastruktur an ein autoritäres System verkaufen. Ja, welche Infrastruktur denn bitte? Wir können doch froh sein über jeden, der uns was abnimmt von der kaputten Museumstechnik. Das eine kann ich euch aber versprechen, Freunde. So oder so geht hier demnächst der Waschlappen in den Streckbetrieb. Und nicht nur der, mit dem ihr euch im Schritt rumfreudelt, sondern einer, der euch aufweckt. Die Party ist vorbei. Kein Deutscher unter 35 wird jemals eine Doppelgarage besitzen. Und unsere wundpötrigen Enkel werden das Dreilagige nur noch aus Erzählungen ihrer Großeltern kennen. Da helfen weder Doppelwumms noch Gasdeckel.
Seid froh, wenn ihr nicht den von eurem Sarg von innen zumachen müsst. In diesem Sinne, Schluss mit Jaulen. Schlüpfe in die Kimmer reißen. Und nun noch eine Produktinformation. Diese Rede wurde ermöglicht durch ein Notstromaggregat made in China. Ni hao und gute Nacht. Dietmar Wischmeier. Jetzt fühlt man sich schon viel besser, oder? So, meine Damen und Herren, jetzt aber mal was Heiteres. Großbritannien. Ja. Da reicht schon das Wort. Großbritannien, das Mutterland der Comedy, ist offiziell nur noch Comedy. Mit Rishi Sunak kriegen die Briten ihren dritten Premierminister in nur 2 Monaten. Was für ein Verschleiß. Nach Liz Truss ist Sunak außerdem der 2. in Folge, der ohne Parlamentswahl ins Amt kommt. Was muss ich sonst noch wissen über den? Mit nur 42 Jahren ist er der jüngste Premierminister der letzten 2 Jahrhunderte. 2020 wurde er zum heißesten Abgeordneten im Parlament gewählt. Ja, also Entschuldigung, aber direkt neben Boris Johnson sehe sogar ich heiß aus, meine Damen und Herren. Das ist doch keine Kunst. Ist das jetzt Mitleidsapplaus oder was? Heiß. So, außerdem, Freunde, ist mir das viel zu oberflächlich. Ne? Der Neue ist ja nicht nur wahnsinnig hot, sondern auch wahnsinnig reich. Ja, der ehemalige Goldman Sachs-Banker besitzt zusammen mit seiner Frau, der Tochter eines indischen Milliardärs, geschätzte 860 Millionen Euro. Sunak hat also doppelt so viel Geld auf dem Konto wie König Charles und er hat ähnlich wenig dafür geleistet. Ne? Aber wie schafft es so einer, den Bezug zum einfachen Volk zu behalten? I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are, you know, working class, but I'm not working class. Gut, ja, da war er noch sehr jung. In dem Alter hatte ich selbst auch noch keinen Chauffeur und keine Putzfrau. Aber es ist schon ulkig, nicht wenige Briten haben auch aus rassistischen Motiven für den Brexit gestimmt und kriegen jetzt den ersten indischstämmigen Premierminister. Das beweist, es gibt doch einen Gott und er ist Hindu, meine Damen und Herren. Abgesehen davon kann diese Insel sich ja nur verbessern. Nach Liz Truss. Oh Gott, Liz Truss. Nach gerade mal 45 Tagen im Amt wurde sie nach Hause geschickt. Gnadenlos weggeschickt. Aber im Grunde viel zu spät. Ihre idiotische Idee, Steuern für Reiche zu senken, ohne jede Gegenfinanzierung, hat das Land noch weiter Richtung Abgrund geschubst. Und nicht nur das. Es war schon kein gutes Omen, dass die Queen Liz Truss zur Premierministerin ernannt hatte und 2 Tage später starb. Gut. Den Zusammenhang sehe ich jetzt nicht direkt. Aber trotzdem guter Hinweis, es war Mord, meine Damen und Herren. Ich behaupte, Liz Truss war die gerechte Strafe für den Brexit. Ja, Brexit, dann kriegt man halt Politikerinnen, die nur noch unhaltbare Versprechungen machen, Fakten ignorieren oder über Käse reden. We're producing more varieties of cheese than the French. We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace. Absolute Schande. Engländer, ja, ihr produziert schon sehr viele Sorten Käse, aber man kann ja keine davon essen. Also, wirklich. Mit Liz Truss ist eine Ära zu Ende gegangen. Präzise gesagt, eine 6-wöchige Ära. Und es ist irgendwie schade, dass bald keiner mehr ihren Namen kennt, denn es gibt so viele faszinierende Fakten über Liz Truss. Wussten Sie, Liz Truss war die erste Premierministerin seit Churchill, die 2 KönigInnen erlebt hat. Wahnsinn, ich habe einfach gegendert, haben Sie es gemerkt? 6 Wochen klingt wenig, aber sie war die am längsten regierende Premierministerin seit Maggie Thatcher und hier der anderen, die immer so schlimm getanzt hat. Ne? Fakt ist, vor 6 Wochen geborene englische Babys kennen keine andere Premierministerin als Liz Truss. Und jetzt, wo sie weg ist, kämpft niemand mehr für englischen Käse. Elton John hat schon die passende Ballade geschrieben. Goodbye, British cheese. We have often tried to eat you, but then we realized that you really taste like shit. Goodbye, British cheese. Sir Elton John. Ja, wirklich Gänsehaut.
Es ist für mich unglaublich schwer zu sagen, wer peinlicher war im Nachhinein. Liz Truss oder vielleicht doch ihr Vorgänger Boris Johnson. Es ist Augenhöhe. Ich finde, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was mir besonders gefallen hat, dass die notorische Skandalnudel Boris nach Frau Truss' Rücktritt sofort seinen Karibikurlaub abbricht, um nach London zu fliegen, nur um dort zu erfahren, dass ihn gar keiner gerufen hat. Das war wunderbar, wunderbar. So, aber wie geht's weiter auf der Comedy-Insel? Wir schalten mal live zu unserem Korrespondenten Christian Ehring, live vor Downing Street 10. Christian, was wird sich denn jetzt ändern unter Premierminister Sunak? Oh, Oliver, da hängen Sie der Entwicklung aber um mehrere Minuten hinterher. Rishi Sunak ist natürlich längst zurückgetreten. Das Umzugsunternehmen trägt gerade seine persönlichen Sachen raus. Nee, Moment. Nein, die ist von Boris Johnson, die bleibt. Wissen viele nicht mehr, aber die Puppe war tatsächlich Familienministerin im letzten Kabinett Johnson. Es geht so schnell hier, du kommst einfach nicht hinterher. Ja, ich komme auch nicht mehr hinterher. Warum ist denn der Sunak jetzt schon wieder zurückgetreten? Keine Ahnung. Ich glaube, seine Frau ist steinreich, hat eine Firma, hat wohl aber in England praktisch nie Steuern gezahlt. Vielleicht deshalb, ich meine, wer weiß schon noch, warum hier irgendjemand zurücktritt. Ich frag auch gar nicht mehr. Verstehe. Und wer wird's jetzt? Gute Frage. Find mal einen. Die Ratingagenturen haben Großbritannien erst auf Ramsch runtergestuft und dann auf Boris Becker. Aber wer will den Job freiwillig machen? Die haben in ihrer Verzweiflung schon die Bude hier bei Airbnb reingestellt. Kann man übers Wochenende günstig mieten, muss dann aber auch die 2 Tage lang Premierminister sein. Um Gottes Willen. Ich denke gar nicht dran. Ah, hier, wie wär's denn mit den Windsors? Ich finde, wenn man sich schon so eine Königsfamilie hält, können die doch auch mal regieren fürs ganze Geld oder können die nur Inzucht? Das ist die Frage. König Charles hat tatsächlich kurz drüber nachgedacht, aber dann haben ihm seine Berater gesagt, dass man als Premier regelrecht arbeiten muss. Das Wort kannte er nicht und hat abgesagt. Der einzige Windsor, der es eventuell machen würde, ist der junge Prinz Louis. Und der bringt ja eigentlich alles mit. Schauen Sie mal, er ist arrogant, er ist aggressiv und er ist komplett beratungsresistent, kurz gesagt. Ein echter Vorzeige-Engländer. Aber leider ist es wohl so, seine Mutter besteht darauf, dass er erstmal den Kindergarten zu Ende macht. Schade. Wirklich schade. Ich höre gerade sensationelle Breaking News. Kommissarisch teilen sich den Job des Premierministers ab sofort die beiden Corgis der verstorbenen Queen. Weil sie Zeit haben. Die geben mir gleich ihre erste Pressekonferenz. Ja. Oh, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Oliver, aber ich finde, das sind die besten Premierminister, die Großbritannien diese Woche hatte. Finde ich auch. Für England reicht's. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Ja, los, du Scheißpferd! Hey!